Der Rheinhof in Kriegach stand am letzten Juliwochenende ganz im Zeichen der Bundesmeisterschaft der Haflinger, Dressur und Springen. Also mein Name ist Monika Aust, ich bin die Bundesreferentin für Haflinger in Österreich und wir sind heute am Rheinhof in Kriegach zu Gast, schon das ganze Wochenende und heute eben mit den Finalbewerben in Dressur und Springen der Bundesmeisterschaft 2024. Also der Haflinger ist bekannt für seine Vielseitigkeit und für seine Einsetzbarkeit in eigentlich allen Sportsparten bis zu einem gewissen Niveau. In manchen Sparten auch bis zum höchsten Niveau. Wir haben zum Beispiel hier am Rheinhof eine ganz große Dressurabteilung, die bis in die schwerste Klasse erfolgreich reitet. Und auch einige dabei, die uns in 3 Wochen am Europachampionat in Stadelbauer vertreten werden. Und auch aus dem Grund sind wir sehr froh, dass wir heuer hier zu Gast sein dürfen und haben bis jetzt eine wunderbare Veranstaltung genießen dürfen mit super Gastfreundschaft und ja, toller Ausrichtung. Mein Name ist Sandra Singer, ich bin die Obfrau vom Reit- und Fahrverein Rheinhof und ich bin aktive Dressurreiterin und wir durften heuer die Bundesmeisterschaft der Haflinger 2024 bei uns hier in der Steiermark am Rheinhof austragen. Naja, neben mir steht meine Tochter, die diesen Reitsport schon seit über 30 Jahren ausübt. Und ich weiß, wie wichtig das war, dass sie den Weg zum Beispiel zum Reitsport gefunden hat. Generell ist es wichtig, dass die Jugend einen Sport ausüben sollte, aber nicht nur nebenbei, sondern wirklich mit einer leichten Konsequenz. Und vor allem die Jugendzeit, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man die benutzt für Reiten oder andere Sportarten. Hallo, mein Name ist Sophie Schalk, ich bin 19 Jahre alt und ich reite schon seitdem ich eigentlich denken kann. Mir ist Reiten eigentlich sehr wichtig, ich mache schon seit meiner Kindheit und es macht mich glücklich zu reiten. Mein Pferd heißt Aeneas. Mein Name ist Manuela Willingshofer, bin seit 2 Jahren stolze Mama von Zwillingen und mich erfüllt es sehr, dass mir mein Mann ziemlich viel Zeit freischaufelt, dass ich die Reiterei eigentlich durchführen kann, trainingsmäßig sowie auch turniermäßig. Und ich bin eigentlich schon seit über 23 Jahren bei der Familie Schalk am Hof und bin sehr dankbar und froh, dass ich in der ganzen Gemeinschaft dabei sein darf. Und die Männerzeit von 39,58, die Latte ist hochgelegt von Julia Hedo, der Steiermark. Ich bin die Lilli Rath, bin 14 Jahre alt, reite circa seitdem ich 4 Jahre alt bin im Training
Und mir ist Reiten auch sehr wichtig, weil es halt ein guter Zeitausgleich ist. Mein Pferd heißt Wellenstein und wir sind eigentlich sehr gut immer unterwegs bei den Turnieren. Ich bin bei der Steirischen Landesmeisterschaft Landesmeister Dressur Jugendwahn. Und jetzt bei der Österreichischen Bundesmeisterschaft bin ich Vizebundesmeister, auch ebenfalls Dressur Jugendwahn. Dass Turniere dieser Größenordnung bewerkstelligt werden können, ist nicht nur die Infrastruktur, sondern auch ein Team notwendig. Der Reinhof ist eigentlich alles für uns, also nicht nur für uns, der Familie Schalk, sondern da an meine Mädels, so wie sie da sitzen, das sind alles stolze Pferdebesitzer. Also wir sind, ich glaube, Zufluchtsort für Sorgen und auch für schöne Sachen. Der Umgang mit dem Pferd, die Gemeinschaft, was bei uns sehr hoch gehalten wird, ich glaube, so kann man Reinhof beschreiben. Wir haben mehr als 150 Pferde am Hof. Wie man da so sieht, wir sind da jetzt seit 3 Tagen voll ausgebucht. Da kann ich wieder neuen Reitverein Reinhof mit unseren Mitgliedern im herzlichsten Dank aussprechen. Die haben das so sang- und klanglos über die Bühne gebracht, dass wir das vielleicht das nächste Jahr wiederholen werden. Also der Reinhof macht ja nicht immer nur Turniere, wir fahren auch viele Turniere. Da sind wir unterstützend für unsere zahlreichen Schüler und Einsteller immer vor Ort. Was machen wir unterm Jahr? Naja, wir schauen, dass wir unsere 100 Pferde da ordentlich versorgen, dass die Anlage, die was hier riesengroß ist, gepflegt wird. Dann unterstützen wir unsere Reitschüler. Und was machen wir sonst noch? Ich glaube, das ist bei der Anzahl der Pferde selbsterklärend. Ein beeindruckendes Bild ergibt der Einritt zur Siegerehrung aller teilgenommenen Bundesländer. Auch einen berührenden Augenblick gab es. Sandra Singer hat einen Brief verfasst, darin steht, für Bonifaz war dieses Turnier das letzte. In den 20 Jahren hat er viele Erfolge erzielt, 13 Mal Gold, 13 Mal Silber und 6 Mal Bronze. Und er wird im Schulbetrieb weiterhin zur Verfügung stehen. Circa 150 Teilnehmerinnen aus allen Bundesländern haben ihr Können unter Beweis gestellt und können nun ihre Erfolge in Empfang nehmen. Das ist schon ein besonderer Höhepunkt heuer, die Bundesmeisterschaften im Spring- und Dressurreiten für die Haflinger hier am Reinhof bei der Familie Schalk. Und da muss man ein großes Kompliment einerseits dem Besitzer da aussprechen, der Familie Schalk, aber andererseits auch dem Reitverein Reinhof. Das ist ein sehr aktiver Verein und man sieht, was die da alles organisiert und gestaltet haben. Hut ab, und noch dazu muss ich sagen, haben sie tolle Preise erritten. Also man kann nur gratulieren. Eine großartige Veranstaltung. Also typisch steirisch, herzlich, freundlich. Tolle Leistungen. Die Gegebenheiten hier vorbildlich, so wie man es sich eigentlich wünscht und vorstellt. Finden Sie, dass der Reitsport wichtig ist für die Jugend? Finde ich schon, denn es sind die Haflinger Meisterschaften, die Bundesmeisterschaften, und die ja doch sehr, sehr viel Jugend anzieht und junge Menschen anzieht, und vor allem hier ist der Nachwuchs. Mit der Bundeshymne endete die Bundesmeisterschaft der Haflinger am Reinhof Kriegach, Steiermark.